Ports, wie es sich heute aus der Luft präsentiert. Ein Siedlungsschwerpunkt am Rhein. Wir unternehmen eine Zeitreise in die Vergangenheit, in das Jahr 1603. Ports, so heißt es auf dieser Karte, das Dorf, davon ein Großteil vom Rheinstrom abgebrochen. Der Ort ist zum ersten Mal in einer Urkunde um 1100 erwähnt, aus der Rückschau ungefähr zeitgleich wie seine Nachbarn Ensen, Westhofen, Heumar, Eil, Urbach, Wahn, Lind, Libur und Zündorf. Am frühesten belegt ist Langel, 965 in einem Testament des Erzbischofs Bruno von Köln, als Langerlohn. Unter den Grafen von Berg wurde Ports Sitz des Hauptgerichts. In dieser Funktion zum ersten Mal erwähnt 1286. Das Portzer Schöffensiegel von 1438. Auf unserer Zeitreise geht es in Richtung Gegenwart, in das 19. Jahrhundert. Im Zuge der napoleonischen Verwaltungsreform war das Amt Ports im Jahre 1808 in den Bürgermeistereien Heumar und Wahn aufgegangen. Eine bedeutende Station in der Geschichte der Gemeinde Ports markiert das Jahr 1874 mit der Eröffnung des Bahnhofs Ports, damals Ports-Urbach. Der Ort wird zunehmend interessanter für Wirtschaft und Industrie und damit auch für die Ansiedlung von Menschen. Der Rhein als Verkehrsstraße tut ein Übriges. Auch die Inbetriebnahme der Straßenbahnlinie zwischen Köln und Ports ist ein wichtiger Schritt auf dem Wege zu einem größeren Gemeinwesen mit überlokalen Funktionen. Zum ersten Mal annoncieren Kölner Kaufhäuser in Portzer Zeitungen. Der eigentliche Aufschwung kommt aber mit den Spiegelglaswerken Germania. Sie bilden den Kern für die Entwicklung von Ports zu einem wichtigen Produktions- und Dienstleistungsstandort, an dessen Ende der Köln-Bonner Flughafen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt stehen. Hier noch einmal auf einer Karte von 1863 die Ortschaft Ports, rheinaufwärts, Nieder- und Oberzündorf sowie Langel. Auf dem Uferpanorama von 1935 links der Tanzsaal des Kölner Hofs, daneben der Portzer Hof. Das 1910 erbaute Rathaus, dahinter St. Josef. Vorne die Rheinanlegestelle. Das Haus Knott. Das Rheinuferpanorama, umgekehrt aus heutiger Sicht von einem Schiff aus in der Abendsonne. Hühner vor dem Rathaus, das bis in die Gegenwart immer wieder renoviert und verändert wurde. Das Friedrich-Ebert-Ufer, wie es früher war. Dr. Holstein im Jahre 1907 stolzer Besitzer eines Automobils.
Der Lindenhof von 1909. Das nachfolgende Gebäude heute. Die Restauration zur Rheinecke, ein Bild von 1913. Der Porzer Hof. Der Kölner Hof. Und 1913 der Vater Rhein, von dem aus viele Jahre später die Black Fauxs ihre Gesangskarriere starten sollten. 1937 der Vater Rhein mit einer Tankstelle. 1928 vom Rhein aus gesehen. Die Hauptstraße 1914 mit Bahnhofstraße und noch einmal die Hauptstraße, deren Häuser Anfang der 70er Jahre dem neuen Innenstadtkonzept weichen mussten. Die von der Porzer Stadtverwaltung herausgegebene Publikation macht die geplanten Veränderungen von Porz City deutlich. Basis war der sogenannte Zimmermann-Plan. Danach war vorgesehen, den Innenstadtbereich auf eine Einwohnerzahl von etwa 30.000 aufzustocken. Hotel und Kongresszentrum sollten in enger Verbindung mit Restaurationsbetrieben, Volkshochschule mit Theatersaal und Bücherei die Urbanität der Innenstadt steigern, schrieb damals der Architekt Heinz Zimmermann. So sollte die neue Skyline von Porz aussehen. Porz hatte bis dahin tatsächlich eine rasante Bevölkerungsentwicklung hinter sich. 1929 Großgemeinde geworden aus den Bürgermeistereien Holmar und Wahn. Damals mit 20.000 Einwohnern. 1951 wurde Porz Stadt mit 33.000 Einwohnern. Anfang der 70er schon mit über 80.000 Einwohnern und die vom Rat erkannte Notwendigkeit neuer Infrastrukturen. 1951 Stadt Porz am Rhein. Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen, das aber bald wieder zu Ende gehen sollte. Bilder von der Stadtgründung. Zwanzig Jahre danach droht der große Nachbar Köln wieder mit der Eingemeindung, die dann 1975 endgültig besiegelt wird. Aus der Stadt Porz am Rhein wurde der Kölner Stadtbezirk Porz. Dem Holmar nicht mehr angehört, dafür aber Poll. Zurück in das Jahr 1912 mit der Bahnhofstraße und der Kirche St. Josef, die erst 1928 ihren Turm erhielt. Blick von St. Josef um 1929. Das katholische Gotteshaus heute im Spiegel einer Schaufensterscheibe. Das evangelische Pendant, die Lukaskirche, 1935. Ein Bild von 1914 zur Grundsteinlegung der Kirche, die 1927 ihrer Bestimmung übergeben wurde. Ein Feuerwehraufmarsch 1910. 1926 die Sanitätskolonne. Festzug der Schützengilde Porz 1930. Schulausflug 1919. Ein Handwerksbetrieb von 1910. Eine Metzgerei. ...1902 eine Hochzeitsgesellschaft mit Menschen, die in diesen Häusern wohnten und bei den Spiegelglaswerken Germania arbeiteten. Ein buntes Bevölkerungsgemisch aus mehreren Ländern Europas. Die Wohnhäuser haben sich äußerlich kaum verändert. Das ehemalige Casino der Germania und das frühere Verwaltungsgebäude. Dasselbe Gebäude im Jahre 1915, als Teile des Hauses
Lazarett für verwundete Soldaten des Ersten Weltkriegs waren. Im Porzer Rheinbogen hatten sich zum Ausgang des 19. Jahrhunderts zahlreiche Industriebetriebe angesiedelt. Eine Ansicht von 1928, am unteren Bildrand die Elektroisolierfabrik Majrowski, später Felten und Guillaume, die Elektra. Hinter der Eisenbahn die Spiegelglaswerke Germania. Ein Blick auf die Schleifanlage. 1927 die Rheinische Ziehglas und 1965 die erste deutsche Floatglas, die 1977 mit der Germania und der Rezac in den Vereinigten Glaswerken aufging. Heute Saint-Gobain Glas Deutschland. Die Gewerkschaft Karl Otto oder Adelenhütte genannt. Rhenania Phosphatwerk für die Herstellung von Düngemitteln. Ab 1919 Rheinische Portland Zementwerke. Auf dem Gelände der 1924 geschlossenen Fabrik wurde von 1963 bis 1967 das Krankenhaus Porz errichtet. Der Eingang des Hospitals 1967. Und heute. Ein Blick aus dem Krankenhaus in Richtung Finkenberg. Vorne die Straßenbahn, deren Betrieb als Linie P 1909 in Gegenwart des Kölner Beigeordneten Konrad Adenauer eröffnet wurde, später Oberbürgermeister von Köln und Bundeskanzler. Der Busbahnhof an der Mühlenstraße und einige Steinwürfe weiter östlich, hier 1907, der Bahnhof Porz-Urbach, wie er zunächst hieß. 1920 und 1999. Porz hatte sich zu einer bedeutenden Verkehrsachse entwickelt. Zur rechtsrheinischen Schienenverbindung zwischen Köln und Frankfurt. Tag und Nacht. Neben der Schiene war auch die Wasserstraße ein wichtiger Verkehrsweg. Ein Schiff vor dem Hobelwerk Krages, früher Dülken. Und der Verladekran der Adelenhütte, im Hintergrund die Lukaskirche. Nicht weit davon die Landebrücke der Köln-Düsseldorfer, im Jahre 1907 eingeweiht. Und das andere, das weniger freundliche Gesicht des Rheins in den 20er und in den 90er Jahren. Hochwasser auch in Zindorf, Januar 1926. Der Zindorfer Markt im Jahre 1910. Das Denkmal des Nepomuk, Schutzpatron der Schiffer, mit Bilddokumenten von 1910, 1967 und heute. Der aus dem Mittelalter stammende Wehrturm, im Volksmund Zollturm, ein Bild aus der Zeit von vor 1900. Die gleiche Perspektive heute. Das alte Zündorf im Spiegel der Grof. Eine Fotoeinstellung von 1918 mit St. Michael und St. Maria Geburt. Und das aktuelle Bild. Eis auf der Grof, damals und heute. Der Rhein führte in besonders kalten Wintern früher Eis, wie 1925. Durch die Burggasse noch einmal ein Blick zurück auf die Grof 1938. Ansichten von der Hauptstraße 1913 und 30 Jahre später nach einem Ölgemälde. Bilder aus dem alten Zündorf. Musik
Das Luftschiff Zeppelin über Zinndorf 1930, um 1900 die Brauerei Immendorf. Nach dem Denkmälerverzeichnis des Landeskonservators Rheinland wird der Borschhof, früher Abtshof, auf das Jahr 1780 datiert. Von etwa 1800 ist der Mellerhof, der ehemalige Dühlmannshof. Der Olefshof von 1880. In Gebäudeteilen die auf das 11. Jahrhundert zurückgehende Kirche St. Michael, früher und heute. Dazu St. Martin, ebenfalls in seinen Ursprüngen in das Mittelalter zurückreichende und frühere Filialkirche der Abtei Deutz. Das ehemalige Kloster. Aktuelle Bilder von Häusern, die noch heute den Wohlstand Zinndorfs erahnen lassen, von dem aus die Händler auf dem Rhein ihre Güter landeinwärts am Kölner Stapelrecht vorbeitransportierten. Mädchen im Burgweg 1935. Die Firma Hipp & Co. Chemie und Farben, die sich auf dem Gelände der ehemaligen Union-Brauerei am Rosenhügel niedergelassen hatte. Ein Segelboot mit Hipp & Co. im Hintergrund. Die Fähre nach Weiß im Jahre 1954. Zum Schluss unserer Zeitreise durch Zinndorf ein Aquarell des Kammersängers Peter Klein, der seinem Geburtsort auf kunstvolle Art 1973 seine Referenz erweist. Die Bevölkerung von Langel feierte 1965 das 1000-jährige Bestehen ihres Ortes. Dazu widmete der Heimatverein Porz sein 7. Heft Unser Porz mit 261 Seiten den Langelern. Eine lesenswerte Publikation, in der auch dieser Stich abgebildet ist nach einer Darstellung von 1829, die Langel mit einer vorgelagerten Insel und der Mühle zeigt. Die Ortschaft heute und eine Ansicht von 1963. Danach der Frohnhof um 1912. Die Landwirtschaft 1908 und zwei Jahre später die erste dampfgetriebene Dreschmaschine in Langel. An der Rheinbergstraße 1911 und etwa 1923 Vogteigasse. Schulklasse von 1892-93. Pfarrkirche St. Clemens 1933 und heute. Von heute auch das Langeler Rheinkreuz und das Restaurant zur Tant. Ein Bild der Gaststätte von 1925 und 1929 von der Rheinseite. Aus der gleichen Richtung eine Einstellung heute. 1909 die Schiffsanlegestelle in Langel. Neben den großen Personenschiffen gab es auf dem Rhein auch die kleinen Nachen mit den Fährmännern wie hier. Zwei Bilder von 1910 und 1899. Etwa 1913 das Strandbad Langel. Natürlich wurde Langel immer wieder vom Rheinhochwasser heimgesucht, wie hier 1912. Um 1910 das Haus des Wasser- und Schifffahrtsamtes, dasselbe Haus heute. Ebenfalls heute die Friedenseiche, die an den Deutsch-Französischen Krieg von 1870-71 und an die Gründung des Deutschen Reichs erinnern soll. Libur aus der Luft gesehen im Sommer und im Spätherbst. Der Ort auf einer Landkarte aus dem Jahre 1825 und eine Postkarte von 1907. Die Kirche St. Margareta heute und ihre Vorgängerin, die Kapelle,
Auf diesem Bild von vor 1911, denn seit diesem Jahr gibt es die neue Kirche. Neben St. Margareta der Friedhof, ein Grabstein von 1675. Urbanuskreuz und andere Wegekreuze sind sichtbare Zeugnisse Liburer Frömmigkeit. Das Heiligenhäuschen am Margaretenhof, gestern und heute. Eine alte Ortsansicht und ihr Gesicht heute. Die Gastwirtschaft Helfer, damals und heute. Und einige weitere Bilder. Auf unserer Zeitreise entdecken wir auch die alte Schule in Libur und im Jahre 1917 ihre Schüler. Dazu die Scholle Kuhl. Der Margaretenhof, der so wie hier schon vor vielen Jahren ausgesehen haben dürfte. Eine Postkarte aus dem vergangenen Jahrhundert. Lind, ebenfalls aus der Luft gesehen, mit dem historischen Mauspfad, schon vom römischen Schriftsteller Tacitus beschrieben. Und das Linder Bruch. 1925 trockengelegt und seitdem ohne die früher üblichen Mückenplagen. Das Linder Kreuz von 1842. Bilder aus dem alten Lind. Der Wasserturm, der über allem immer zu wachen scheint. Und die Sprengstofffabrik, die 1918 durch eine schwere Explosion zerstört wurde. Opferbilanz 200 Tote. Die industrielle Entwicklung auf der Linder Höhe begann aber mit der Drahtseil- und Kabelfabrik Felten und Guillaume von 1845 bis 1876. Später in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts siedelte sich auf der Linder Höhe die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt an, die sich in den Folgejahren zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt entwickelte. Daneben der Europäische Transsonische Windkanal. Diese Einrichtungen der Hochtechnologie haben längst die Notunterkünfte der Nachkriegszeit auf der Linder Höhe vergessen gemacht. Auch war hier die Endhaltestelle der Straßenbahn, die zwischen der Linder Höhe und dem Bahnhof Wahn vom 6. Mai 1917 bis zum 1. Oktober 1961 verkehrte.
Auf Betreiben der Herren von Schloss Wahn entstand 1859 der Bahnhof, der erste auf Porzer Stadtgebiet. Dazu alte und neue Bilder. Eine Ansichtskarte verschickt 1921 von einem französischen Soldaten. Das Schloss Wahn, ein Bild aus der Mitte des 19. Jahrhunderts und einige Jahre später. Das Schloss heute. Und um 1910. Der sagenumwobene Krausbaum, der neben Schloss, Kirche und Bahnhof auch auf der Postkarte von 1901 nicht fehlt. Zur Zeit der französischen Besatzung zwischen 1920 und 1926 die Frankfurter Straße. Im Hintergrund die Kirche St. Ägidius, links die Einfriedung der Schule. Einige weitere Bilder aus dem früheren Wahn. Ein Foto aus der Zeit um das Jahr 1900. Und diese Bilder vom ersten Nachkriegskarneval. Der Männergesangverein Eintracht, gegründet 1908. Seit 1920 die Orchestergesellschaft Wahn und seit 1924 der Theaterverein Wahn. Der TV Jan Wahn, gegründet 1909. Die Riegen der Männer und der Frauen. Anzeige im Porz-Urbacher Volksblatt von 1925. Der Kriegerverein und die Freiwillige Feuerwehr. Zum letzten Mal die Mitarbeiter der Bürgermeisterei Wahn, die 1929 mit der Bürgermeisterei Heumar zur Gemeinde Porz zusammengelegt wird. Das Bürgermeisteramt direkt neben der Kirche St. Ägidius. 1933 das Wahner Krankenhaus. Noch einmal die Frankfurter Straße. Rechts das Hotel zur Post. Links das Wahner Postamt mit zwei Bildern aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Daneben die Gaststätte zum Deutschen Rhein. An dieser Stelle, ein Foto aus den 30er Jahren, mündet heute die St. Sebastianusstraße in die Frankfurter Straße. Auf der anderen Straßenseite sind die Häuser, die 1938 der Adolf-Hitler-Straße, heute Heidestraße, weichen mussten. Nur wenige Meter von hier weiter südlich, an der Wilhelm-Ruppert-Straße, mündete früher der Weg, der wie auf dieser Karte von 1872 zu sehen ist, in Richtung Wahner Heide führte, damals Wiesel. An diesem Weg lag, das Bild ist aus dem Jahre 1900, die Brauerei zum Stern, auf deren Gelände der Unternehmer Wilhelm Ruppert 1919 die Elektroisolierindustrie gründete, die über längere Zeit ein bedeutender Arbeitgeber war, Anfang der 70er Jahre aber ihren Betrieb wieder einstellte. Die Heidestraße oder Viehgasse, wie sie zunächst hieß, später Schießblattstraße, nahm ihren östlichen Anfang am Mauspfad. Wahnheide bestand damals vor dem Ersten Weltkrieg nur aus einer Handvoll Häuser. Links ging es in die Schießblattstraße. Rechts ist das Bienenhaus. Auf der linken Seite des Bildes von 1905 die Scheuermühle. Und noch einmal das Bienenhaus, ein beliebtes Ziel durstiger Soldaten vom benachbarten Schießplatz. Der Wirt des Bienenhauses, auch als Imker.
die Schießplatzstraße mit ausgedehnter Gastlichkeit. Unter diesen Übergängen floss der Scheuerbach, der erst 1938 beim Bau der Adolf-Hitler-Straße trockengelegt wurde. Häuser von 1908 und 1924. Die Heidestraße unter einer Schneedecke. Das Roxy-Kino Ende der 50er Jahre. US-Präsident Dwight D. Eisenhower und Bundeskanzler Konrad Adenauer am 26. April 1959 bei ihrer Fahrt über die Heidestraße nach Bonn. Soldaten der deutschen Wehrmacht auf der späteren Heidestraße. Französisches Militär in der Zeit der Besatzung der 20er Jahre. Deutsches Militär 1904. Das Kasernengelände von Norden aus gesehen mit dem Mauspfad, der 1936 der öffentlichen Nutzung entzogen wurde. 1899 das Lazarett auf dem Schießplatz. Die Badeanstalt. 1902 Fußartillerie. 1908 beim Manöverschießen. 8. August 1906. Kaiser Wilhelm II. Besucht den Schießplatz Wahn. Juni 1910. König Friedrich August von Sachsen, Dritter von links, fährt im Salonwagen der Kleinbahn durch die Wahner Heide. April 1913. Leutnant Joly landet mit einer Rumpler-Taube im Militärlager. Eine Ju-87 oder auch Stuka genannt, im Winter 1939-40. Eine Ju-52 mit einer Radarstation im Hintergrund. Einige Jahre später grüßt die Royal Air Force aus der Wahner Heide. Der Köln-Bonner Flughafen Wahn um 1965. 35 Jahre danach der Köln-Bonner Flughafen Konrad Adenauer. Am westlichen Rand des Schießplatzes Wahn entwickelte sich neben Wahnheide mit dem Grängel eine weitere Siedlungsstruktur, hier aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Im Grängel, eine Bezeichnung, die von einem Schlagbaum zur Wahner Heide herrührt, standen zu Beginn des 19. Jahrhunderts nur wenige Häuser. Eine alte Postkarte zeigt das Forsthaus am Mauspfad. Dazu ein Bild von heute. Gegenüber die Gaststätte Diegel. Erste Siedlungsansätze gab es schon vor dem Krieg. In der Gemeinde Porz wurden Überlegungen angestellt, im Grängel eine Stadtrandgartensiedlung zu bauen. Die eigentliche Besiedlung des Grängel begann aber mit den Ostflüchtlingen und Vertriebenen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in großer Zahl auch nach Porz kamen. Im Bild ein soeben eingetroffener Flüchtlingszug auf dem Porzer Bahnhof. Neubausiedlung im Grängel um 1950. Richtfest. Die Tochter des japanischen Ministerpräsidenten Yoshida besichtigt Siedlerhäuser im Grängel. Baustelle Akazienweg. Kantstraße. Dahinter die Ersatzbundesstraße 8, heute die Flughafenautobahn.
Schopenhauerstraße. Kiefernweg. Anders als der Grängel ist Elsdorf aus mehreren Bauernhöfen hervorgegangen. Eine Karte von 1773. Der Ort liegt westlich der Frankfurter Straße. Der Hermeshof. Der Kielshof. Der Bergerhof. Und der Laienhof in verschiedenen Perspektiven. Am Ortsausgang von Elsdorf befindet sich das Heiligenhäuschen. Jenseits der Frankfurter Straße in Urbach entfaltete sich religiöses Engagement. Auf diesem Gelände mit seiner markanten Architektur war einst das St. Josefskloster, ein Vinzentinerinnenstift, dessen Schwestern nach 54-jähriger karitativer Tätigkeit ihre Urbacher Wirkungsstätte 1969 wieder verließen. Übrig geblieben ist eine Mariengrotte, beinahe versteckt in einer Grünanlage der neuen Wohnsiedlung. Noch einmal die Karte von 1773. Auch hier mehrere Hofanlagen, allerdings auf beiden Seiten der Frankfurter Straße. Ein Ortsmodell aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das Urbach von Westen her zeigt. Eine Luftaufnahme von 1918, in der sich Urbach bereits als eine kompakte Siedlung präsentiert. Ansichten aus dieser Zeit auch auf Postkarten. Einen großen Tag hatte Urbach, als der Kaiser im August 1906 auf seiner Fahrt vom damaligen Bahnhof Kortz-Urbach zum Schießplatz Wahn durch den Ort im offenen Auto fuhr. Vorher hatte er auf der später nach ihm benannten Kaiserstraße den Schwanewitzer Hof passiert. Noch einmal ein Blick auf die Kaiserstraße mit dem Dorfplatz davor. Häuser an der Elsdorfer Straße mit der Kirchturmspitze von St. Bartholomäus im Hintergrund. Die beiden Pfarrhäuser in der Kupfergasse. An der Waldstraße. Der Eingang des Leuschhofs auf einer Zeichnung von 1940. 1929 der Innenhof. Der Leuschhof von außen 1963, kurz vor seinem Abriss. An der Frankfurter Straße die Gaststätten Dämmer 1914 und Zass 1932. Die Urbacher Mühle aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Daneben die Kaiserliche Postagentur in einer Keramik von Theo Gerhards. An beiden Häusern führte diese Prozession vorbei. Die Frankfurter Straße mit der Kirche St. Bartholomäus 1929. Die gleiche Perspektive zu einem späteren Zeitpunkt und heute. Ein Unfall auf der Frankfurter Straße zu einer Zeit, als Auto und Motorrad eher seltene Erscheinungen auf den Straßen waren. Eine Karte von 1820, auf der die Frankfurter Straße noch als Chaussee nach Mülheim ausgewiesen wird. Und eine Zeichnung eben dort von 1726.
auf der ein Schalmeienbläser für die herbeieilenden Dorfbewohner zum Tanz aufspielt. Rechts der Mahrhof. Und heute. Gegenüber auf der Breslauer Straße das Fußfalldenkmal, das an den Prozessionsweg nach Eil erinnern soll, das ebenso wie der Grängel Elsdorf, Porz und Holmar zur Urbacher Pfarre gehörte. Eine Landkarte von Eil aus dem Jahre 1790 und die kartografische Darstellung von 1863. Eine Besenbinderfamilie, Repräsentantin für einen Berufsstand, der dem Ort den Namen Besenbinderdorf gab. Vorbild auch für die lustigen Eiler Besenbinderinnen, der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Eil. Überhaupt ging es hier gerne lustig zu. Eil hatte aber auch ein ernsteres Gesicht, häufig jedoch gemischt mit einer gewissen Heiterkeit, wie auch aus den folgenden Fotos zu ersehen ist, die den beiden Bilder- und Erzählbänden über den Ort Eil von Marianne und Günther Reitz entnommen sind. Die Eiler Kapelle, die 1928 abgerissen wurde. Die Kirche St. Michael, geweiht 1905. Und in einer aktuellen Filmszene. Von hier aus gesehen, hinter St. Michael, lag früher der Altenberger Hof, im Volksmund Mellerhof genannt, der 1967 abgerissen wurde und einer Wohnanlage Platz machen musste. Ein Blick vom Innenhof auf die Frankfurter Straße. Bilder aus Leidenhausen, ein ehemaliger Rittersitz, der auf das 14. Jahrhundert zurückgeht. Etwa 400 Jahre später entstand der Gutshof, wie er sich heute darstellt. Die Freiwillige Feuerwehr von Eil 1936. Und ein Umzug der Schützenbrüder in den 20er Jahren. In den 40er Jahren Soldaten der Eiler Flak. Die Flüchtlingsfrauen nach dem Krieg und ihre Helferinnen in Eil. Ein erster Straßenumzug. Die Kriegsschäden an dem Haus im Hintergrund sind unübersehbar. Die kargen Zeiten änderten sich aber zum Besseren. ...1954 die Frankfurter Straße. Eine Luftansicht von 1963. Die alte Schule wird abgebrochen. Ihre Nachfolgerin und die Kopernikusschule. Die evangelische Markuskirche. Das Schwimmbad an der Königsberger Straße und der zum Abriss bestellte Bagger 1998. 1967 eröffnete das Autokino seine Pforten. Und ein Jahr später Plaza, ein Hoch der Selbstbedienung. Eil lässt grüßen. Und auch Finkenberg, das zwischen Humboldtstraße und Eisenbahntrasse gelegene und in den 60er Jahren begonnene Demonstrativbauvorhaben. Gremberghofen. Die Eisenbahnersiedlung, die aus der Luft an eine Lokomotivdrehscheibe erinnert, wurde in den Jahren 1919 bis 1921 angelegt. Ihre Häuser von damals und heute sind die gleichen geblieben.
Bilder aus den 20er Jahren. In den 30ern, Jungvolk, HJ und der Krieg in Grimbergkofen mit seinen Zerstörungen, vor allem des Bahnhofs. Bald aber ist das Schienennetz wieder repariert und die Lokomotiven stehen wieder bereit, warten auf ihren Einsatz. Der Heizer schaut seiner Dampflok ins Maul, versorgt sie mit Kohlen und Wasser und ab geht's auf den Bahnhof Gremberg mit Volldampf in alle Himmelsrichtungen. Die Regale in den Läden sind nicht mehr leer und der Bäcker fährt das Brot aus. Überhaupt, auch in Grimbergkofen beginnt sich der Alltag wieder zu normalisieren. Die letzte Dampflokomotive und die erste E-Lok. Ein Blick auf die Drehscheibe. Eine soeben abfahrende E-Lok gibt den Blick frei auf einige Rangierlokomotiven des Verschiebebahnhofs. Im Luftbild am unteren Rand noch einmal der Bahnhof Gremberg mit seinen Schienensträngen und dahinter Ensen. Auf der Landkarte von 1863 Ensen und Westhofen, der Doppelort am Rhein. Ein Blick auf Ensen und Westhofen von 1939 mit der Kirche St. Laurentius, damals wie heute ein dominierendes Bauwerk. Das Amerika-Kreuz am Ensener Markt. Das Alexianer-Krankenhaus in seinen Ursprüngen. Im Jahre 1963 und heute. Die Grundschule in Ensen mit einer Wandergruppe 1933. Die Dorfschule 1880. Hohe Straße. Und der Milchmann. Die Nikolauskapelle in Westhofen seit dem 11. Jahrhundert. Das Wasserwerk Westhofen, erbaut 1904
und einige andere Bilder von damals. Der Engelshof 1940 und 4 Jahre später. Die Anlage heute. Ansichten vom Kielshof zuletzt mit Hochwasser. Hochwasser auch an der Rheinaustraße, auf dem Foto 1920. Die Allgegenwart des Rheins auch beim Eisgang im Winter 1927-28 und zum Jahresbeginn 1929. Ein Aalschocker 1925. Fischer auf dem Rhein und das immer wiederkehrende Hochwasser im Winter 1919-20. Mit den ehemaligen Kasernenblöcken unverzagt im Westen und Mudra im Osten der Kölner Straße war Westhofen in der Vergangenheit ein bedeutender Militärstandort. Soldaten der deutschen Wehrmacht rücken in die Kaserne ein, 1936. Pioniere bauen im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs eine Brücke. Viele Jahre später, 1961, besucht der belgische König Baudouin Truppeneinheiten seines Landes in Westhofen. Im Rückblick noch einmal britische Soldaten in Westhofen nach dem Ersten Weltkrieg 1919. In unmittelbarer Nachbarschaft des Kasernengeländes die im Januar 1945 zerstörte und im Rheinstrom versunkene Rodenkirchener Brücke. Und heute. Auf der nördlichen Seite der Autobahn liegt Poll, seit der Eingemeindung von 1975 ein Teil des Stadtbezirks Porz. Eine Rheinansicht von 1958. Das Haus des Ruderclubs 1929. 10 Jahre später die Südbrücke, im selben Jahr die Firma Schütte. Bilder aus dem alten Poll. Nach dem Türkhof der Rolzhofer Hof, wie er heute aussieht. Das Poller Milchmädchen und die alte Schule. Das Poller Fischerhaus. Unsere Zeitreise in das alte Porz führt, wie wir bereits an anderer Stelle gehört und gesehen haben, auch nach Holmar, das Jahrhunderte zu Porz gehörte und bei der Eingemeindung dem Stadtbezirk Kalk zugeschlagen wurde. Auch aus dem alten Holmar einige Ortsansichten. Wobei das prominenteste Gebäude dort, das Schloss Röttgen, auch nach der Neugliederung auf Porzer Gelände liegt. Das alte Porz, so zeigten die verschiedenen Stationen unserer Zeitreise, ist ein Verbund mehrerer Ortschaften und überdies ein noch recht junges Porz. Anders als die Mutter Colonia, die schon im Mittelalter 40.000 Menschen in ihren Mauern beherbergte. Der Aufstieg zu einem größeren Gemeinwesen begann für Porz erst im 19. Jahrhundert mit Industrie und Eisenbahn und erreichte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts einen vorläufigen Höhepunkt. Seinerzeit war Porz auf dem Wege zur Großstadt.
die in dieser Entwicklungsphase ausgerechnet oder gerade deshalb von der noch größeren Stadt Köln eingemeindet wurde. Das Leben ging indessen weiter. Porz wurde einer von 9 Kölner Stadtbezirken. Ob Amt oder Gemeinde, ob Stadt oder Stadtbezirk, auch Köln-Porz liegt zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.